Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Prime, herzlich willkommen zurück bei Pumpkin Simulator und ja, ihr seht schon, die Türen sind zu, ein neuer Tag, wir haben gerade angefangen und wir harren der Dinge, die da kommen. Wir haben genug Ware, wir haben Getränke, ja, also es ist die letzten Tage überhaupt kein Update mehr gekommen. Das heißt also, es hat sich auch nichts mehr verändert, da kommen sie alle angerannt. Ja, kommen sie angerannt. So, hier haben wir noch ein bisschen Getränke. Was haben wir denn hier? Wieso stehst du hier? Können wir dich nicht reinstellen irgendwo? Da ist eine. Da ist auch eine. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Hier vielleicht irgendwo. Und wir gucken mal. Oh, guck mal da. Zack, schon haben wir doch eine Stelle gefunden. Fernseher machen wir auch an. So. Ach, ich habe wieder keinen Dienst. Naja, egal. Mit soll's. So. Wir brauchen keine Selbstbeweihräucherung. So, hier den Fernseher machen wir auch an. Guten Tag. Good morning. Sag ich doch. Sicherheit. So, machen wir Kamera 3. Jawohl. Guten Morgen. Good morning. Holen wir kein Teddy hier raus. Ich sag dir das in aller Ruhe, du. Vogelupse. Ja, ich habe da ein Auge drauf. So, hier hinten haben wir auch noch einen Fernsehen. Ja. Also wie gesagt, für uns geht es eigentlich nur noch darum, ja gut, den müssen wir noch mal einen aufwerten hier. Ne? Oder können wir? Wir müssen nicht, aber wir können, wenn wir wollen. Und ansonsten brauchen wir nur, Teddy sind noch drin ein paar. Yep. Ansonsten brauchen wir nur das Büro noch mal aufwerten. Und das Lager und bestücken. Alles, was noch so fehlt. Ne? Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Wir brauchen noch einen Mitarbeiter, da wollte ich einmal gucken. Und zwar brauchen wir Benzin. So, da bestellen wir mal. Wir brauchen noch einen Mitarbeiter, der Stocker, ist das der Stocker? Der Manager, der Stocker. Der Stocker. Stell Kartons im Lager auf. Stell Produkte auf Regale, füll Spender und stell Kartons im Lager zusammen. Genau, das ist genau der, den wir brauchen. Davon brauchen wir noch zwei Stück. Dafür müssen wir aber erst aufsteigen, weil wir haben 11 von 11 Mitarbeitern. Also wir müssen den Stern hier noch holen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da... ich weiß auch nicht, wo man das sieht. Mal so unter uns. Nein, da bestimmt nicht. Warte mal, hier irgendwo. Oder Kraftstoff oder so. Nö. Rechnungen. Aktie. Oh, warte, ich komme. Ich muck dich das. So. Jawohl. Du kommst zu spät. Du kommst viel, viel zu spät. Ja, tu so, als ob. Genau. Aber du bist viel zu spät, Typ. Geh tanken. Geh ab, geh tanken. Husch, husch, ab mit dir. Geh tanken. Sag ich doch. Okay. Eis könnten wir auch wieder reinmachen. Wenn wir haben, haben wir nicht. Wir haben kein Eis mehr auf Lager. Wir lagen vor Madagaskar. Und hatten die Pest an Bord. Ja. Achso, ich kann ja mal eben gucken, was unser Dings macht. Unser Geldfluss. Naja, 5.000 immerhin. So, dann sollen wir mal ein bisschen was kaufen, was wir noch so brauchen. Wir können eine ganze Menge Zeugs gebrauchen. So, dann schauen wir mal. Ins Yellow Web. So, davon brauchen wir noch 3. Wir können noch 2 Kassen aufbauen. Obwohl, das sehe ich gerade nicht. Wir können noch 5-mal Getränke aufbauen. Und was können wir noch? Was können wir noch? Wir können noch 5 weitere Windgeneratoren aufbauen. Und 4 davon. Luftpumpe geht nicht mehr. Klimaanlage geht noch 8-mal. Mein lieber Mann, ey. Klos gehen noch 6 Stück. Rauchverbotsschilder gehen noch 17. Guck mal, Sprinkler machen wir mal. Good morning. Und wir machen mal ein paar Sprinkler. So. Nur mal so ein paar halt. So. Und dann lassen wir uns mal hier hinbringen zum Lager.
Ja, dann machen wir mal ein paar Sprengler dran. Nur mal so. Damit hier die Feuergefahr ein klein bisschen gebannt ist. Wir haben ja auch schon Rauchverbotsschilder ein paar aufgestellt, genau. Nicht allzu viele, da gehen noch einige, aber naja. Da braucht aber auch, da braucht wirklich jeder Kunde eigentlich, braucht sein eigenes Rauchverbotsschild, so ungefähr. Ja, da kommen meine Sprengler angefahren. Fahr nicht den Opa um, sei nicht dumm. So, komm her mit deinen Sprengler. Ach, hier können wir bestimmt auch noch ein paar hinstellen, ne, von den Automaten. Guck mal, der ist auch schon leer. Der ist auch schon leer, den kann man bestimmt noch mal aufwerten, oder? 900. Ja, aufwerten, Opa. Aufwerten heißt, aufwerten. Halt. So, halt E gedrückt. Na, guck mal. Und nochmal. Einer geht noch. Ah, wunderbar. Und dann gehen auch 80 Stück rein. Na guck, was haben wir denn hier? Ach, da sind die Sprengler. Genau. So, wo müssen die denn überall hin? Hier vielleicht? Da? Nein. Da? Hier müssen ganz viele ins Klo. Ja, das ist wichtig. Wir machen erstmal hier in unserem Verkaufsraum. Damit hier schon mal nichts mehr anbrennt. Hier, Sprengler. Jawohl. Na, du. Okay. Mach doch schon. So. Noch mehr, immer mehr, immer mehr. So. Ups, ich bin gegen das Regal gerannt. Ich habe mir das Schienbein aufgeschlagen. So. Hier haben wir genug. Da hinten ist schon alles Klo. Und dann bringen wir noch, was haben wir denn noch? 10 Stück haben wir noch. Dann machen wir noch ein paar hier hin. Na, komm schon. Na, komm schon. Der wird nicht grün. Ja. Aha. Ja. Fühl mich ein bisschen wie Hans Kuck in die Luft. Hätte ich noch einer? Hans Kuck in die Luft. Menno. Hier ist aber auch was los. Was ist das hier? Oh, hallo. Ich wollte Sie nicht zu nahe treten. Also Ihnen. So. Ja, da müssen wir noch genau ein zu wenig hier für die komplette Anlage. Ne, zwei. Hör auf zu hupen. Lass die Opa in Ruhe. So. Sprengler haben wir schon eine ganze Menge. Weil der Strom gibt keine Sprengler. Okay. So, dann holen wir mal wieder Geld. Da können wir ja besonders gut. So. Die Kasse kann man auch upgraden, ne? Für 750. Und was kann die dann? Was kann die dann? Ich habe übrigens, letztens habe ich dir noch gesagt, was ist denn hier, wenn ich die upgrade? Da passiert ja gar nichts. Ich kann ja genauso 80 Stück da drauf machen, wie hinterher auch, ne? Also hier. Oder hier halt 72. Aber hier die Dosenmenge der einzelnen Gegenstände ist erhöht. Also ich könnte dann 100 Tomaten okay. 100 Tomatenkonserven oder 100 Dosenfisch rein drauf machen. Das ist dann der Unterschied. Kauft schön ein, kauft alle schön reichlich. Noch haben wir hier. Aber Getränke wird ja schon wieder knapp. Ne? Getränke wird ja schon wieder knapp. Da muss man ja mal so sagen. Noch gar kein Geld hier drin. So, nachher bestellen wir erst noch mal Getränke. Dann machen wir die Getränke rein wieder. So, und dann werden wir mal gucken, dass wir mal einen organisieren, der Regale auffüllt. So einen brauchen wir unbedingt. So. Dann bestellen wir jetzt erstmal Getränke. So, noch mehr Getränke.
Und da draußen müssen noch mal 80 Dosen rein. Okay. Hallo. Mein lieber Mann, das ist ja noch eine ganze Menge. 80 Stück. Ja, die und Hühnerbrühe, genau. Okay. Und hier immer alles hier, her damit. Schrimpsuppe und Erdbeermilch. Und Wein. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Alles zum Lager. Und bestellen. Danke. So. Ja, so, ich habe immer noch nicht den Wert gefunden. Kamera. Hier steht es auch nicht. Nee. Galerie, Upgrade. Nein. Wirtschaft? Nö. Aber das ist ein Wirtschaft. Ach, guck mal hier. Verkäufe, Kraftstoff, Arkademaschinen und Strom. Ah, Einkommen und Kosten haben wir nur hier. Nur hier. So, 10 Euro Soziales, das reicht. Hallo. Einkommen? Ah ja, auch. Oh, guck mal hier, Reifen aufpumpen. Waschen, Kraftstoff, das ist ja, da, guck mal hier, das ist ja total aufgeschlüsselt. Austauschmotor. Und hier verbessern, Marktordnung und Kraftstoffbestellung. Ah ja. Ja, aber ich habe immer noch nicht gefunden, was ich gesucht habe. Nämlich, wo unsere Sterne stehen. Weißt du, wie viele Sterne stehen? Bewertungen, da müsste doch eigentlich bei sein, aber... Irgendwie nicht, aber ich habe es mal irgendwo gesehen. Ich habe es mal irgendwo gesehen. Hallo! Bei Yellow Web? Nee, da sind nur die Autos. Da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert, aber das ist auch noch nicht wirklich ausgereift. Würde ich mal sagen. Machen wir ganz am Ende nochmal und gucken mal, wie weit wir dann sind damit. Aber naja, was auch immer. So, auf jeden Fall müssten mittlerweile die Getränke da sein, oder? Ich versuche mal mein Glück. Da ist es doch. Schön reinstellen. Wenn der Bullemann kommt, dass er uns die nicht klaut. Okay. So. Und Cola, jawohl. So muss das sein. Und hier Milch. Cola, Milch, Energies, alles auf einmal. Die sind auch leer, ne? Die Schränke. Hello. Oder waren halt leer. Okay. Cooler Kaffee. Ja, und hier noch. Ist nicht mehr viel Humus. Bitte Schränke. Energiedrinks und Wasser. Okay. Und Wasser und Bier und Butter, mein Gott. Okay. Na, Wasser ist aber eine Menge. Hallo. Wollt ihr hier die Wagen waschen oder was ist hier los? So. Hey. Ach so, ich wollte gerade sagen, wie Bier. Natürlich Bier. Und Limonade, oh wie schade. So, jetzt haben wir noch draußen die vier, ne? Hallo. Sehe ich das richtig? Ja. Ah ja, das müssen wir aber hinkriegen. Hallo. So, Limonade. Und Hühnerbrühe, fette Brühe, jawohl, lecker. Immer wieder gern gesehen. Also wir machen die immer heiß zu Hause. Was weiß ich schon. Was weiß ich schon von Hühnerbrühe. Hallo. Ist doch wahr. Der Opa, weißt du, nichts über Hühnerbrühe. Nicht das kleinste bisschen. So, und Schokoladenmilch. Und Proteinmilch. Jawoll. Okay. Immer rein mit dem Kram. Bleibt am Ende wieder was über. Mal gucken. Schrimpsuppe. Ich glaube, da bleibt was über. Hauen wir mal Wein rein. Voll. Alles voll, ist ja toll. Hallo.
Dann gucken wir mal hier. Aber hier, ach, das ist ja nicht viel Platz hier, das ist ja nur ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen Erdbeermilch rein. Aber so im Großen. Ups, da bin ich auf dich drauf getrampelt, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Noch Erdbeermilch. Ja, ich versuche das jetzt alles hier noch irgendwie unterzukriegen. So. Na, guck mal, was hier rauskaufen, ist ja Wahnsinn. So, jetzt haben wir noch 23 Wein, die packe ich jetzt hier hinten rein. In den Weinautomat, der gute Amsel, da mit Drehverschluss. Ja. Achso, dafür muss ich den hochheben, ne? Ach, das Eis noch, genau. So, aber erst hauen wir hier das Wein rein. Also das Wein. Um nicht zu sagen den, aber nee, das Wein. So, guck mal hier, wunderbar. Der ist der Kellermeister, hat wieder zugeschlagen. Nur vom Feinsten hier. Nur die guten Sachen. So. Hau hier noch ein bisschen von dem rein, jawohl. Und wenn was überbleibt, essen wir selber. Eis geht immer, finde ich. Eis kann man immer essen. Das geht sogar mit Halsschmerzen und sogar besonders gut eigentlich. Mit Halsschmerzen. Oh, hier ist ja noch richtig viel drin. Was ist denn hier los? Komm hier, haut jetzt hier rein. So. Gut, dass das nicht schmilzt. Das ist noch nicht reinprogrammiert, dass das Eis schmilzt. Genauso wenig wie es hier Feuer gibt. Das kann nämlich ganz übel werden. Wenn die erst am Anfang hier, dass sie hier die rauchen und dann hast du keine Rauchmelder und keine Schilder und dann gibt es Feuer und dann, ja, Prost Mahlzeit, kannst von vorne anfangen. So ungefähr sieht das dann aus. So, was sagt ihr? 15.000. Warum nicht? Kann man machen. Können wir wieder kaufen, ne? Was kaufen wir denn jetzt? Was kaufen wir denn jetzt? Für die Tankstelle. Also die Seilbarriere und so, das kaufen wir nicht mehr. Picknicktische, 5 Stück. 3, 4, 5. Ja, die können wir mal mitnehmen. Und Schilder, verbleibende leere Socken. 15? Ich kaufe mal 2. Ich will wissen, wo die hinkommen. So. Überdachung haben wir. So, Verkaufsautomat können wir auch noch holen. Hier können wir noch ein paar Kameras holen. So, ein paar Scheinwerfer. Auch davon welche. Und davon auch noch welche. So, und dann bestellen wir das mal. Und dann schauen wir mal, wo wir das alles hinpacken können. Die Klos müssen wir noch fertig machen. Da fehlen noch 3 Herren- und 3 Damenklos. Gell? Jetzt schon wieder dunkel. Ist ja nicht zu glauben. Ist ja nicht zu glauben. Ja. Hier Bänke. Hier kommen noch mehr Bänke vor, glaube ich. Da läuft das Fernsehen. Aber hier ist schon wieder... Nee, die sind da. Die sprühen sogar. Habt ihr gesehen? Guck mal, die haben gesprüht. Die Purschen. So, schmeiß raus das Zeug. Dann schauen wir mal, wo wir hier noch was hinstellen können. Wie gesagt, wir sind jetzt hier schon langsam in dem Bereich, dass wir nur noch auffüllen und Reste einkaufen, dass wir eigentlich schon auf dem Ziel geraten sind. Ne? Eigentlich schade, weil das Spiel ist so schön. Na, Straßenlampen. Guck mal hier. Fangen wir mal hier an. Eine. Noch eine. Wie viel habe ich denn? Noch 2. Noch eine. Oh, und hier. Was ist das denn hier? Hier gibt es überall Straßenlampen mittlerweile. Das kann doch nicht wahr sein. Hier stehe ich auch noch einen hin. Damit der böse Dieb im Hellen ist. Und nicht im Dunkel. Das gönne ich dir. Da. Da haben wir hier noch einen Scheinwerfer. Da kommt hier nichts hin. Hier kommen welche hin. 1. 2. 3.
4. So. Ist das auch erledigt? Oh, ist wohin? Tu nicht so. Kameras, 4 Stück. Wo kommen denn hier? Oh, komm, hier kommen auch noch Kameras rein. Ja, dann müssen wir mal hier reinmachen. Wie draußen. Ich will hier drin Kameras. Jawohl, die beklauen mich doch hier. Ich sehe das doch. Bin doch nicht blöd. Ich sehe doch, was hier los ist. Komm her, hier müssen wir auch noch. So. Noch eine. Ja. Ne. Da. Ja, wie jetzt? Die ist doch drin, oder was? Da ist auch eine. Ach so. Ich meine, ich hätte da eine reingemacht, aber egal. So, da können wir auch in die Spielhalle reingucken. Das ist auch sehr praktisch. Dann haben wir noch die normalen Lemkes. Da kommen keine mehr. Wie viele haben wir denn? 5 Stück. 5 Stück? Oh ja. Warum nicht? 5. Also hier. Na komm schon. Na. 1, 2. 4. Guck mal, wird immer besser, immer besser, immer besser. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. So, was haben wir noch? Die Tische 5 Stück. Na, dann bringen wir die mal raus, da hinten hin. Wo der andere schon steht. Unsere Campingzone. Da müssen wir auf, hier den Manager anzuhupen. Sie. 1, 2, 3, 4, jawohl, 5. So, was kosten die Aufwerten? 600. Ja, komm. Doch kein Akt hier, machen wir doch. Ab morgen ist hier Camping angesagt. Und die Getränke und alles, was sie brauchen für Camping, kaufen sie sich natürlich in der Tanke. Ist doch normal. Ist doch normal. Sollen wir den auch mal aufwerten? Hallo? Na? Du bist müde? Ich bin noch nicht müde und er schläft. Lucy schläft. So. Quanta Costa 4,5. Ja komm. Aua. Okay. Das ist natürlich schön geworden. Ja, und hier ist das Bett und da ist der Korb. Und da ist noch ein Bett. Das ist ja super. Jetzt müssen hier wahrscheinlich noch mehr Scheinwerfer. Oh, guck mal hier, in jeden blauen muss wahrscheinlich noch einer rein. Ja, hier müssen ganz viele rein. So. So, das Verwaltungsgebäude, schon haben wir es. Super, super, super. Dann gucken wir mal, was wir noch haben. Guten Abend. Guten Morgen. Wir brauchen schon wieder Ware. Der Mann hier. In einem Tag, was die so alles wegkaufen. Ist schon enorm. Kaufen wir gleich. Gleich kaufen wir ein. Moment. Moment. Um ein kleines Schild auszuwählen, ja. Ja, was soll ich denn? Was soll denn hier stehen? Default Message. Willkommen natürlich, was denn sonst? Da steht ja immer willkommen, oder nicht? Willkommen! Ja! Und dann war noch... Das ist ja hier... Was soll denn hier draufstehen? Auf den ganzen Schildern. Das ist ja wie eine Zeitung hier. Ja, da kann ich noch Herren, da kann ich noch Damen draufschreiben. Und dann, da gibt es auch noch jede Menge. Hier, komm, ach, guck mal hier. So, da kann ich doch jetzt draufschreiben. Die Tanke. Willkommen. Ja, das passt doch. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, was ich mit den ganzen anderen Schildern noch machen soll. Ich muss das nicht wissen.
Ich muss nur Essen kaufen. Machen wir gleich. Hier haben wir noch das Eis. Hier haben wir noch den Verkaufsautomaten. Dann können wir hier drei hinstellen. Da geht auch noch einer rein. Das war's. Und dann stellen wir erstmal da einen hin. Warum nicht? So. Natürlich machen wir da ein High-End-Gerät raus, ist ja klar. Ach komm. Opa, schon wieder. Immer machst du das. So, jetzt E halten. Einmal, zweimal, dreimal. Auch hier gehen 80 Stück rein, dann super. So, dann bestellen wir mal. Dann bestellen wir mal Essen und Getränke. Und zwar bestellen wir mal... was packen wir denn da rein? Cola. 20, 30, 50, 60, 70, 80 Cola gehen da rein. So, und jetzt kaufen wir noch normales Zeug. So, hier. So, um die Regale aufzufüllen. Genau. So, und den noch. Und Kieten. Ich bin nicht müde. Sag nicht immer, du bist müde. Ich bin nicht müde. Woher willst du das wissen? Hast du ein EKG laufen oder was ist los hier? Nimmst du laufend mal einen Blutzuckerwert oder was? Spiel. Das Spiel weiß Sachen über mich. Die weiß ich selber nicht. Zum Beispiel, dass ich müde bin. Ah, hier noch. Und den noch. Und den noch. Wird Zeit, dass ich das Update kriege. Den letzten Stern. Der meinen Namen trägt. Die Töcke. Ja, und dann, ne, dann. Und dann holen wir uns noch so einen Regaleinräumer-Typ. So, nehmen wir mal 100 von den Kugeln noch. Und jetzt machen wir hier bestellen. Jupp. Und jetzt nehmen wir das Eis. Da wird er bestimmt irgendwo reinpassen mittlerweile, oder? Mehr. Okay. Ach, mehr. Ja, wunderbar. Okay. Alle weg. Alles weg. Ganze Eis weg. Und jetzt trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Jawohl. Mhm. Ah, wunderbar. Ja, ich habe ein bisschen wenig aufgenommen die letzten Tage. Der Vorweihnachtsstress und viel Besuch und da kann ich nicht aufnehmen. Für die Neuen, die wissen da wahrscheinlich nicht, ich habe ja keinen Bereich, wo ich jetzt mit zwei, drei Monitoren sitze in irgendeinem Zimmerchen und aufnehme. Ich sitze am Esstisch im Wohnzimmer, damit ich auch noch was vom Leben mitkriege. Und wenn wir halt Besuch kriegen oder so, dann kann ich halt nicht aufnehmen, aber das ist auch kein Problem. Ne? Ich habe auch nur einen Monitor, meine Frau haut mich, wenn ich mir mehrere holen würde. Die ist so schon, ne? Sagt sie immer, das ist ein Essbereich. Aber, ne, sie meint ja nicht so. Sie gönnt's mir. So, nur wie gesagt, für die, die neu sind und es nicht wissen, das ist der Grund, warum manchmal keine Videos kommen, ne? Entweder kränklich, was auch immer wieder passiert zwischendurch, natürlich. Bei meinem Krankheitsbild ist das ja auch gar kein Ding. Ganz normal. Und wenn ich keine Luft habe, kann ich natürlich auch keine Videos machen. Ich kann ja schlecht mit der Luftpumpe atmen. Und naja. Also deswegen seid mir nicht böse, wenn das immer wieder mal passiert, dass ich zwischendurch mal ein paar Tage oder ich hatte auch schon Phasen, da habe ich dann drei, vier Wochen gar kein Video gemacht, weil ich einfach nicht konnte. Ne? Ab und zu liege ich dann auch mal im Krankenhaus oder was weiß ich was. Naja, Ausreden gibt genug für mich. Na, und nee, da brauche ich nicht, weil da stehe ich ja zu. Ich bin ja der Opa, ich lüge ja nicht oder so. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ich stehe auch zu meiner Meinung. Ich bin alt genug. Da muss ich mir nichts sagen lassen und muss auch keinem nach dem Mund reden. Na, da sage ich, wenn einer gute Argumente hat, höre ich mir natürlich an. Und ist alles gar keine Frage. Natürlich, ich bin ja nicht so stocksteif in meiner Meinung vertieft oder verankert, dass ich sage, ich nehme keine andere mehr an.
Wenn ich im Unrecht bin, bin ich im Unrecht. Und ich wäre der Letzte, der nicht zugeben würde, wenn ich im Unrecht bin. Aber ich rede keinem nach dem Mund oder so. Das meine ich. Ich fange auch nicht an, irgendwie mich zu verbiegen für irgendjemanden. Sonst deabonniere ich dich. Ja, dann, ne, tu dir keinen Zwang an. Ja, das ist, ich will ja auch nicht wehtun weiterhin. Na, du machst das schon. Ja, ja. Ja, nur so viel halt zum Thema, warum der Opa jetzt ein paar Tage nicht wirklich aktiv war. Naja, und jetzt habe ich ja das mit dem Autos gemacht, mit dem Amerika-Truck-Simulator, weil der Event, der läuft ja auch nur eine gewisse Zeit, den wollte ich auch gezeigt haben. Naja, alles gut, Opa braucht sich ja nicht entschuldigen, aber tut er trotzdem manchmal. Das ist ja kein Entschuldigen, ich will ja nur, dass ihr wisst, warum, weswegen. Dass das nicht ist, weil ich sage, nee, kein Bock auf die Leute. So ist das nicht. So, na, guck mal. Wir haben noch zu wenig gekauft. Wir hätten noch deutlich mehr kaufen können. Ah ja, was soll's. Oh, hier ist ja noch ganz schön viel drin, ne? Hallo. Hallo. Ah ja, da hätten wir noch einiges mehr kaufen können. Macht nichts. Spielt keine Rolle. So, Feuerzeugbenzin. Da hast du's. So, weiter hier. Weiter hier. Du bist müde. Ja, ich bin schon die ganze Zeit müde. Du hast mir das vorhin schon erzählt, dass ich müde bin. Und gleich ist wieder 8 Uhr oder 6 Uhr oder wann das losgeht hier, dann sagst du nichts mehr davon. Dann bin ich wieder topfit. So, die Candies, die Sticky Candies. Immer raus damit. Jawohl. Und hier, jetzt kommen die Regalfüller, wofür man unbedingt diese Regale braucht. Also der Lichtunterschied ist grandios. Ne? Zwischen abends und hellem beleuchtet und tagsüber morgens, wenn nur Sonnenlicht ist. Ist ein bisschen sehr krass, der Unterschied, finde ich. Hätte man ein bisschen glücklicher lösen können. Ist auf einmal recht dunkel, sag ich mal. Guck dir mal die Getränke an, weg. Die Getränke sind weg. Schon wieder. Aber dafür sind die Regale hier voll. Ja, ich würde sagen, wir holen einfach mal hier die Getränke-Dinger auch. Okay. Füllen wir jetzt mal auf. Na, guck mal, das hat doch eigentlich sehr gut gepasst. Hier ist jetzt ein bisschen wenig in dem einen, aber oh mein Gott. Aber so, der Laden ist doch schon wieder recht voll. Sehr schön. Naja, Getränke geht aber noch. Ist nicht so schlimm. Da fehlen schon wieder die Dinger hier. Ich habe aber schon wieder keine. Muss ich die schon wieder bestellen, oder was? Lass uns mal gucken. Ich will endlich wissen, wenn das mit den Sternen. Cola. Brücke Süßigkeiten. Ah ja, das sind die 80 Cola, die hier hinten rein sollen. Genau. Dann mach doch mal rein hier die Cola. Dann immer nur den Vorteil, wenn einmal die Getränke ausgehen, dann hat man immer noch diese Automaten, auf die Leute dann zurückgreifen. Also 80 Stück ist schon eine ganze Menge, finde ich. Was hier so reingeht. Ich weiß gar nicht, wo die alle reingehen, aber ist auch egal, muss ich auch nicht wissen. Ich muss das nicht wissen. Ich muss das nur kassieren. Das kann doch mal passieren. Okay. So, Entschuldigung. Guten Morgen. 5000. Oh, die mittlerweile alle kaufen, ne? Okay. Machen echte Großeinkäufe hier beim Opa. Ist ja auch richtig, sollen sie auch. Finde ich absolut okay. Okay. Ja, okay, sag ich doch. Ihr Lieben, wir haben schon wieder 35 Minuten oder so. Ich unterbreche hier mal an der Stelle, aber ich spiele weiter und nehme noch eine Folge auf. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Opa Elmi. Tschüss.